Einer von ihnen ist der Soufrière Hills auf der Karibikinsel Montserrat. Vor 400 Jahren ist er das letzte Mal ausgebrochen. Über Jahrhunderte war er für die Menschen auf Montserrat ein Berg wie jeder andere. Zu lange lag der letzte Ausbruch zurück. Juni 1995. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass der schlafende Vulkan nicht mehr lange ruhen wird. Zwei Monate später schlagen im Vulkanbeobachtungszentrum von Montserrat die Messinstrumente aus. Sie melden, dass es tief im Inneren der Erde kleine Beben gibt, die Vorboten für einen Vulkanausbruch. In dem jahrtausendealten Krater bricht die Erde auf. Der Soufrière meldet sich zurück.